du scheiß Knecht. Es gibt voll viel, was ich euch erzählen kann diese Woche, fällt mir gerade auf. Ich habe mir ein neues Auto geholt. Ist auf dem Weg nach Berlin. Ja, ist schon gut, Digga. Ist schon, der brettert schon rein. Ich hab mir echt lange Gedanken darüber gemacht. Aber eigentlich mit jedem, worüber ich da geredet habe, jeder hat gesagt, ja, mach das und so. Rein finanziell ist es auch gut. Und man hat nicht immer so eine Chance, so einen Wagen zu fahren. Der sieht echt... Ich zeige euch nicht, wie der aussieht, aber ich kann euch sagen, was es für einer ist. Und ist auch nur wegen euch dankbar. Genau wegen so ein Timmys und oder generell. Ihr spendet mir hier so viel Kohle und guckt den Stream und subbt rein, Digga. Ist der Wahnsinn. Geleased oder gekauft VIP-Leasing? Also, Freunde, es waren die Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht bei YouTube erzählt, ne? Nur bei Twitch. Ich habe letzte Woche die Freigabe fürs VIP-Leasing bekommen, was nicht wahrscheinlich war, weil momentan eigentlich gespart wird wegen Corona, wen man da einstellt und wen nicht. Und ich habe ja nicht mal so viele Abonnenten. 250.000 ist halt nicht so die Welt, ne, auf YouTube. Also rein von der Zahl her ist es krass, aber ja. Dann habe ich der, das ist auch eine, die kümmert sich um die ganzen Hertha-Profis. Den Kontakt habe ich von Sydney und die hat mir extrem geholfen. Die meinte so, ja, also mit 250.000 Abonnenten wird es haarig und so momentan. Früher safe, aber jetzt wird es haarig. Schick mir mal noch so, ich habe so eine Mappe, da steht halt so drin, wie viele Story-Views ich habe, wie viele Leute monatlich auf meinen Insta sind, wie viele Minuten mein Stream geguckt wird und so. Aber ihr so gestört seid. Guck mal hier, ich habe 250.000 Abonnenten und wir sind gerade 13.000 Zuschauer. Das ist ja auch nicht normal, wisst ihr, was ich meine? Aber das kann ein Unternehmen ja gar nicht sehen, wenn die sich nicht mit mir auseinandersetzen. Die sehen nur die Abonnenten und denken, ja, okay, dann hat der wahrscheinlich so 2.000 Zuschauer, Ehrengegner. Oder 1.500 Zuschauer, was ja auch gut wäre. Und dann habe ich dir meine Mappe geschickt und dann habe ich das halt letztendlich bekommen, das VIP-Leasing. Und dann hat sie mich angerufen und meinte, ja, komm jetzt ran, Eli, wir machen das und so. Da war ich mir aber unsicher. Ich bin dann da hingefahren, ich meinte zu ihr, ja, ich habe doch schon ein gutes Auto, wäre das nicht ein bisschen unnötig und so. Und dann hat sie mich gefragt, wie das denn aussieht, wie viel ich zahle. Und ich zahle für den Wagen, also ich habe den finanziert, das ist meiner gewesen. Ich habe da auch angezahlt und so, es ist mein Besitz. Dann bin ich da hingefahren und dann meinte sie so, ja, Eli, ich sag dir ehrlich, wenn du VIP-Leasing machst, dann macht es eigentlich Sinn, wenn du dir eine krasse Karre holst, weil mit den Konditionen bekommst du niemals so ein Auto. Für die, die nicht wissen, was VIP-Leasing ist, du zahlst 1% vom Kaufpreis. Das heißt, wenn der Wagen 100.000 Euro kostet, zahlst du 1.000 Euro mit der Versicherung inklusive und du hast dann da so ein paar Vorteile auch. Also du hast nicht so viele Ausgaben. Wenn du dir sonst einen 100.000 Euro Wagen holen würdest und es versuchen würdest zu leasen oder finanzieren, Digga, du müsstest so viel Kohle in die Hand nehmen. Und dann bin ich da hingefahren. Dann hat sie so gesagt, ich wollte gar nicht so was Krasses. Sie hat dann angefangen mit, ja, also, welcher AMG? Ich sag, warum AMG? Ihr werdet gleich sehen, was ich hole. Aber wenn ich euch erkläre, wie teuer das alles und so. Digga, Timmy Let's Play, wieder mit 25 Euro. Entweder ist er der allergrößte Supporter, den ich jemals gesehen habe. Noch nie hat mir jemand, glaube ich, so viele Spenden, obwohl doch, gibt's schon ein paar. Aber wir werden sehen, Timmy Let's Play. Und dann hat sie gesagt, entweder holst du dir eine G-Klasse, ein GT oder ein S-Coupé oder ein C-Coupé, aber halt mit gutem Motor. Da meinte ich, ja, aber ist das nicht so zu viel? Ich bin noch erst 22. Sie so, ja, okay, aber du bekommst so ein Auto niemals in diesen Konditionen nochmal. Dann haben wir so rumgetestet, haben wir es überlegt, entweder ist es ein C43 AMG, ein S500, eine G-Klasse oder ein AMG GT. Das waren so die Auswahlmöglichkeiten. Und ein C43 wollte ich irgendwie nicht. Dann hätte ich mir eher so ein 300er genommen oder so. Wenn ich das mache, dann wollte ich mir ein C63 holen. Ich kann euch auch mal die Preise ungefähr sagen, wie teuer das dann war. Auch mit einer ganz bösen Innenausstattung und so. Ich glaube, C43 hätte irgendwie 88.000 oder so gekostet. Irgendwie sowas, 90.000. Ein 300er hätte halt mit auch einer richtig geilen Ausstattung irgendwie 78.000 gekostet. Sowas, wisst ihr? Und das sind dann 100 Euro Unterschied im Monat. Aber dann hast du halt ein geileres Auto, ne? Dann AMG GT. Wobei ich den nicht so geil finde. Ein GT fand ich nicht so geil. Vom optischen her, da stand auch einer rum. Und keine Ahnung, Digga, der ist mir auch zu protzig. Also, nein, nicht zu protzig, sondern der ist mir zu krass. Also zwei Sitzer, das ist ja ein kompletter Sportwagen, so in meinen Augen. So, und dann, darauf hatte ich auch nicht so wirklich Bock. G-Klasse hatte ich auch keinen Bock in Berlin. Und dann habe ich mir überlegt, dann stand da so ein C63 rum. In grau, matt. Also da stand keiner in grau, matt, da stand einer in schwarz. Und dann dachte ich mir, na gut, lass uns ein C63 mal bauen und gucken, was da so abgeht. Dann habe ich mir, ich hatte irgendwo ein Bild, habe ich mir die ganzen Dinge angeguckt und habe so mit meinem Vater zum Beispiel drüber geredet und mein Vater meinte, Freunde, wenn mein Vater irgendwas ist, dann ist der sehr praktisch. Der hat gesagt, hör mir zu, du scheiß Knecht, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Wagen zu fahren für diesen Preis, ich würde dann halt, ich sage euch gleich, wie viel ich zahlen werde, dann macht es und so, weil niemand weiß, was in 2 Jahren ist mit VIP-Leasing. Ob in 2 Jahren überhaupt noch VIP-Leasing gibt, kannst du nicht wissen und dann zahlst du nicht 1200 Euro oder 1100 Euro oder 1000 Euro, sondern du zahlst dann
halt trockene 1,7 oder 1,8, ich kenne mich da nicht so krass aus. Und da kommt dann halt noch viel drauf, ne? Diese ganzen Inspektionen und so, die ganze Scheiße habe ich nicht beim VIP-Leasing. Und habe ich so mit vielen, mit meinen Freunden drüber geredet, mit meinem Bruder drüber geredet, mit meinem Vater drüber geredet und jeder meinte, mach das, Digga, gönn dir und so. Wird ein paar Leute geben, die Auge legen, natürlich. Du kannst es nur falsch machen. Entweder sagen die, oh ja, gönn dir und so, oder die sagen, du bist abgehoben, oder die versuchen dann irgendwie dich schlecht zu machen, gibt's immer. War schon damals so. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt morgen gebe ich die ganzen Unterlagen ab und ich glaube in 2 Wochen bekomme ich den dann. Ich habe mir ein T63S AMG geholt. So sieht der aus, in grau-matt, mit roten Bremsdingern da, schwarze Felgen, grau-matt. Von innen ist der schwarz, ich wollte ihn eigentlich in weiß haben, aber sonst hätte ich mir selber einen bauen müssen. Und das hätte dann noch länger gedauert. Ich bekomme den Wagen, glaube ich, so in 2 Wochen. So sieht der von hinten aus. Ich finde den schon, der sieht schon schmacko aus, Digga. Also der sieht eigentlich aus wie meiner, wie mein Alter, nur der ist halt hier grau-matt. Der hat schwarze Felgen, rote Bremsdinger. Der ist von innen richtig geil. Ich glaube, das hier, dieses Ding hat meiner auch nicht. Night-Paket, also hier habe ich das nicht in schwarz gehabt, sondern, also das hier war nicht in schwarz, sondern das war in silber bei mir. Und der hat halt viel mehr Power, ne? Und der hört sich auch richtig böse an. Weil ich saß dann auch in einem drinnen bei Mercedes und hab den dann angemacht da draußen da. Digga, das hört sich an wie so ein, weiß ich nicht. Ich habe überlegt, das euch erstmal noch nicht zu erzählen, aber jetzt ist es nämlich safe. Ich habe, wann war das denn? Vorgestern habe ich den Wagen bestellt, also meinte zu ihr, sie soll's machen. Und ja, Freunde. Von innen, Freunde, sieht der so hier aus. Da habe ich ein bisschen, da war ich ein bisschen schlichter, sagen wir es mal so. So sieht der von innen aus. Also ungefähr, da sind noch ein paar Sachen anders. Ich habe das hier habe ich, glaube ich, aber in Schwarz-Carbon. Matt, also in matt, soweit ich weiß. Ich habe diese ganz böse Soundanlage, die war mir ganz wichtig. Und sonst habe ich gar nicht so viel Specials, glaube ich, reingekloppt. Aber ist auch schon gut auf jeden Fall von innen. Ach ja, Ambiente-Licht habe ich so viel wie es geht. Und ich überlege mir sogar noch mehr reinmachen zu lassen, auch bei irgendwie so einem Autospezialisten. Weil ich finde so, wenn es richtig, wenn es so von innen leuchtet, so in der Nacht, wenn du so durch die Gegend fährst, ein guter Sound drauf ist, Freunde, dann knallt es schon rein. Und das ist auch nicht so protzig oder sonstiges, so jetzt sehe ich den Chat wieder. Sondern das ist einfach, ich rede mal auch mit euch, der Wagen kostet 117.000 oder so. Und ich zahle den Wagen im Monat 1.100 Euro. So. Nicht dieses durchgehende Display, nee. Das gibt's nicht beim C63, meinte sie zu mir, I think. Oder? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch, ich muss noch gucken, Pepe. Auf jeden Fall, morgen fahre ich zu Mercedes und da werde ich nochmal ein bisschen mehr wissen. Auf jeden Fall wurde der so gebaut, der wird dann auch ein bisschen anders gemacht. Hat C-Coupé nicht, ja genau, das war's dann. C-Coupé hat dieses durchgehende nicht, das war's. So sieht der Wagen aus und ich zahle halt 1.100 Euro, da ist die Versicherung drin, da ist diese Inspektion, muss ich nicht machen. Wenn du einen Unfall baust, Freunde, VIP-Leasing, die Sydney hat meinen Unfall gebaut, Digga. Der hätte, wenn es seiner wäre, hätte der würde so auseinandergenommen werden und immer so, du hast einfach so viele Vorteile auch finanziell gesehen. Klar, es ist nicht dein Auto. Das ist dann halt nicht deiner. Das ist halt ein großer Nachteil. Ich finde, das hat mein Vater auch gesagt, du zahlst die Erfahrung, so einen Wagen zu zahlen. Und da ich dann noch zu Hause wohne, ich könnte ja ausziehen, aber ohne Sinn, ich will nicht ausziehen, zahle ich jetzt nicht 1.500 Euro oder 1.000 Euro oder wie teuer sind so Mieten in Berlin für eine Wohnung, sondern ich zahle das für ein Auto. Und momentan ist es so, vielleicht ist es in einem Jahr nicht so, dass es okay ist finanziell, aber Quatsch, doch, das ist die Wahrheit. Momentan ist es okay, kann ich machen und ich will einfach mal so einen Wagen fahren, um zu gucken, wie es ist. Irgendwann werde ich mir auch einen Wagen kaufen. Damals mein Traum, so ein C-Coupé zu haben und da habe ich auch echt lange drauf gespart, so 3 Jahre, dann habe ich den mir ja gekauft. Aber ich hätte niemals gedacht, Freunde, dass ich eine Möglichkeit habe, so einen Wagen mal zu fahren. Und damit ihr mal Zahlen gehört habt, für mein C-Coupé habe ich irgendwie so 700 Euro gezahlt mit Versicherung. Oder noch mehr sogar, 750, weil meine Versicherung krass hoch war. Dann habe ich auch immer diese Inspektion gehabt. Jeder, der ein Auto hat, was ein bisschen mehr wert ist, der weiß, du musst zur Inspektion. Bei Mercedes ist es auf jeden Fall so. Da wird dann alles gemacht. Und ich musste das zweimal im Jahr machen. Und das kostet auch so 4.000, 5.000 oder 3.000 Euro. Das ist geisteskrank. Wenn du 4.000 Euro für Inspektion machst, wobei die einfach nichts machen, Digga, die machen ja nicht viel. Ich guck mir an, was die da gemacht haben. Ich bin nicht der größte Autoexperte, aber ohne Sinn. Die bezahlen, die nehmen 50 Euro dafür, damit die meine Windschutzscheibenwischer sauber machen. Ohne Sinn, kann ich auch machen. Wisst ihr, was ich meine? Und sowas, so, das sind einfach so Kosten und dann zahlst du halt ein bisschen mehr. Es ist eine Steine, aber du hast die Erfahrung und das ist das, was mir wichtig war. Verkaufst du den alten Lachs? Ja, ich verkaufe den alten bei Mercedes und ich mache 1.500 Euro Minus und das geht auch noch klar.
Wie viel PS hat der? Ich glaube 500 noch was. Ja, daraus wird ein AMG, ja safe, also Freunde, C63S, ich glaube nicht, dass du den von innen sehr, dass du da so sparen kannst. Auf jeden Fall ist das Ding in trockenen Tüchern. Ich habe ihr gesagt, sie soll den bestellen, sie meinte, der Wagen ist auf dem Weg hierher. Ich habe noch nichts unterschrieben, aber der Wagen müsste eigentlich jetzt ankommen, ja. Ich fahre mal morgen dahin und mal gucken, was dann passiert. Geht übelst klar für die ganzen, die Laras, die da... Nee, ich hab eine Freundin, Freunde. Die Möhre will ich mal fahren. Ja? Der kommt in 2 Wochen, Pepe. Also so, ich muss, morgen stream ich auf Twitch, da kann ich euch ein bisschen mehr erzählen. Freunde, der allererste Technik-Profi ist am Start. Ich hab's hinbekommen, das Problem. Wir sind online auf Twitch. Wir reagieren auf ein paar Videos. Und klar, ein bisschen über den Urlaub und weiß nicht was noch. A few moments later.